Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base. Hierbei heißen wir auch Zockt und sie leben. Ja, wir haben es hingekriegt, dass die Mangelernährung weg ist. Jetzt möchte ich hier aber genau deswegen mal noch irgendwie, keine Ahnung, so ein Tomatenfeld weg haben und was anderes hinstellen. Erbsen, Weizen brauchen wir, Heilpflanzen natürlich auch, Rettich, Zwiebel. Eigentlich ist das Ganze mittlerweile ja doch relativ ausgewogen. Biodom groß. Ach, Edmund, ich möchte die Pflanze hier haben. Ich krieg sie nicht an Haken. Egal, es ist ein Weizenfeld. Okay, jetzt haben wir hier Tomaten weg. Da machen wir mal Mais hin, denn das gibt Burger zusammen mit Fleisch. Steht hier in meiner Liste, die von einem netten Zuschauer gepostet wurde. Danke sehr. Das hilft wahrscheinlich auch noch, um das Ganze hier ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, was eben die Mangelernährung angeht. So, was haben wir für Bauvorhaben? Hier die Kantine in groß. Die können sie gleich hochziehen. Da machen wir mal schneller, freudig. Und werden jetzt hier mal nochmal... Was haben wir denn hier hinten? Ich glaube, den Wasserturm. Wassertank. Okay. Da kommt noch ein Ingenieur, müsste das sein. In gelb. Oh ja, genau. Kommando-Dingens. War ja auch mal noch angedacht. Hier unten haben wir eigentlich auch zu wenig Sauerstoff. Wenn man das genau nimmt... Wir werden jetzt hier aber mal ein paar Essensfertiger hinstellen, damit das hier ein bisschen besser verteilt wird. Dann hier eine Sitzgelegenheit, eine große. Natürlich Wasser. Können wir auch mal drei Stück hinstellen, damit die wirklich genug Wasser haben. Hier noch was. Moment. Noch was fürs Wohlbefinden. Natürlich noch einen Blumentopf. Das kostet uns in der Bioplastik bis zum geht nicht mehr, aber okay. Sonst noch was? Vielleicht noch einen kleinen Tisch, wenn der immer noch hingeht. Hier. Okay. Und, ja, nee, das muss mal reichen, sonst haben wir dann wirklich gleich wieder gar kein Bioplastik mehr. Schon wieder ein Kolonistenschiff. Okay. Jetzt müssen wir mal langsam gucken, was wir hier... 13, 13, 11, 11, 5, 5, okay. Wachen könnten wir aber natürlich mal noch brauchen. Stelle ich hier mal noch ein. Ich würde mal sagen, so. Gehen hier noch ein bisschen runter, hier noch ein bisschen runter. Sanis haben wir genug. Lassen wir es mal so. Okay. Denn Waffen stellen wir ja her. Wir haben nur noch keinen Waffenschrank. Wo stellt man den? Den Waffenschrank stellt man genau in diese Kommandozentrale. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt fürs Erste mal hier unten wahrscheinlich Sauerstoff. Können wir natürlich gucken. Sauerstoff. Hier haben wir die Energie. Da sind wir auch noch eher zu knapp, meiner Meinung nach. Sauerstoff würde zwar reichen. Wisst ihr was? Wir machen ganz frech nochmal. Ja, aber hier hinten ist ja das Wasserdingens noch nicht gebaut. Aber ich würde trotzdem gerne hier nochmal so ein Windrad hinstellen. Denn zu viel Energie, das geht nicht. Definitiv nicht. Okay, dann müssen wir aber wieder einen Moment warten, denn sonst gehen uns... Na, kriege ich dich noch? Geht nicht. Okay, aber so geht's. Sonst kriegen wir wieder ein Problem mit den Ersatzteilen. Und. Noch und nöcher. Wenn wir jetzt wieder das ganze Metall brauchen, um hier außen Sachen hinzubauen. Hier fehlt noch eine Ressource. Und hier oben dann insgesamt 5 mit der Verbindung. Okay. Noch ein Kolonistenschiff. Wie gut geht's uns denn? Gut. Uns geht's gut. Das ist schön. Das freut mich, wenn es uns gut geht. Ist der schon drin? Der ist schon drin. Wir haben wieder keine... Arzneimittel mehr. Guck mal, hier ist leer. Das ist ja schön. Das scheint soweit zu fruchten. Jetzt in die Ferne gedacht. Oh, wow. Okay, alle Speicher voll. Da brauchen wir eigentlich nicht ein Windrad. Da brauchen wir eigentlich nochmal einen Speicher. Zumindest. Ja. Nehmen wir nochmal weg. Wir bauen nochmal einen Speicher. Das ist definitiv sinnvoller. Energiekollektor in groß. Hierhin. Das geht nicht mehr, okay. Wasserturm steht. Oder Wassertank. Das müsste ich gar nicht priorisieren. Ist die einzige Baustelle, die wir im Moment haben. Aber hier unten eben. Den Sauerstoff. Wir können hier noch so weit bauen, da können wir hier runter eigentlich noch Sauerstoff machen. Aber ich möchte jetzt natürlich zuerst den Energiekollektor haben. Das ist ja mal schön, dass die mal voll sind. Das sind doch 5 Stück. 5x... 12.500. Wow. Okay.
Wenn jetzt jemand darauf wartet, was ich sage, was das zusammengibt, nö, das hat 5 mal 12.500 gibt 62.500, wenn ich das jetzt mal so ganz überschlagsmäßig gerechnet habe, also viel. Und viel muss reichen. Blitzableiter, okay, hier fehlen noch. Da kommt sie schon, Bioplastik. Und ansonsten wäre es dann, Wasserspender, lululup. Ansonsten wäre es dann wirklich langsam mal fällig, die Kommandozentrale hinzustellen, aber erst wenn wir hier genug Metalle haben. Wie könnten wir denn die Metallproduktion noch ein bisschen mehr in Schwung bringen? Es ist auch nicht so, dass wir zu viel Erz haben. Das heißt, wir haben eigentlich fast ein bisschen zu wenig Arbeiter wahrscheinlich. Da sind zwar zwei Leute drin, jetzt drei. Hm, was haben wir denn hier an Arbeitern? Ja, das ist schon eher zu wenig. Vielleicht noch einmal rauf. Das hier wieder angleichen. 25, 25. 5 Sanitäter. 15. Ja, wir lassen es mal so. Denn Arbeiter brauchen wir halt überall. Jetzt haben wir eigentlich fast zu viele Sanis. Wir brauchen die ganzen Sanis nicht mal wirklich. Aber jetzt haben wir die. Das ist eh gut. Denn auch von denen kann man nicht zu viel haben. Da ist ein Arbeiter gekommen, wenn ich mich nicht völlig täusche. Jetzt ist er schon weg. Nehme es mal an. Ach, kann ich natürlich hier gucken. Ja, 14 Arbeiter. Okay, dann kommen wir hier vielleicht ein bisschen eher zu Erz. Dann kommen wir hier eher zu Metallen. Dann kommen wir wieder zu Ersatzteilen. Und wir kommen hier auch mit unseren Baustellen besser vorwärts. Denn hier fehlen immer noch zwei. Aber die werden auch noch kommen. Haben wir eigentlich hier unten, haben wir... Nee, ich wollte gerade sagen, wir haben zu wenig Schlafplätze auch. Das sind... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 Betten für 45 Leute. Die müssen also genau in geteilten Schichten arbeiten, damit das aufgeht. Und ich glaube nicht, dass sie das tun. Also werden wir hier unten früher oder später nochmal einen Schlafsaal machen. Zum Beispiel hier hinten. Ja, jetzt wollten wir aber erst den Sauerstoff hinstellen. Und zuallererst wollten wir hier den Energiekollektoren haben. Jetzt müssen wir halt ein bisschen warten. Die Nahrung ist auch nicht mehr so, wie sie mal war. Das hat sich hier ausgeglichen. Guck mal, Mahlzeiten und Grundstoffe. Wir haben aber grundsätzlich einfach immer noch zu wenig Gemüse. Deswegen werde ich das Fleisch hier mal entpriorisieren. Wow, jetzt kommen hier aber Leute. Das ist eigentlich kein Wunder, dass hier die Nahrung dermaßen runtergeht. Müssen wir da mal stoppen? Hm. 14, 13, 13, 5. Jetzt haben wir sogar eine Wache. Sehr gut. Ist die bewaffnet? Nein. Das müsste, glaube ich, hier stehen. Dann hat er hier irgendwie so ein Zeichen. Okay, einfach, dass wir es wissen. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Machen wir... Handelsschiff. Können wir irgendwas brauchen? Transportbot, die haben wir selber. Ein Bohrbot. Das wäre mal definitiv noch was wert. Das, dann verletzen sich unsere Arbeiter da nicht da. Und, aber... Mh. Ist mir zu teuer. Fleisch brauchen wir nicht kaufen. Eine Bar haben wir noch nicht mal. Ersatzteile haben wir genug. Halbleiter stellen wir auch her. Waffen stellen wir auch her. Kann nochmal gehen. Wir haben nicht in dem Maße Ressourcen, dass wir die jetzt hier einfach sinnfrei mehr oder weniger tauschen. Das bringt gar nichts. So, jetzt können sie hier, glaube ich, genau. Jetzt kann hier ein Ingenieur das Ganze hochziehen. Kommt einer? Jawohl, der hier. Gut. Sehr schön. Dann darf ich aber nicht vergessen, dass ich das andere Windrad, den Bau des anderen Windrades wieder abgebrochen habe. Da muss ich dann trotzdem drauf achten. Denn nur weil wir jetzt einen Speicher haben, heißt das nicht, dass wir das Windrad nicht brauchen. Deswegen, ich mache das Windrad wieder hin. Ich wollte nur, dass sie zuerst den Speicher bauen. So, baue ich genau dann, wenn kein Wind herrscht. Das ist natürlich auch perfekt. Noch mehr Kolonisten, wow. Hm. Ich erwische die nicht, ich muss langsamer drehen. Sie sind eine... Oh, noch eine Wache. Okay. Das soll wohl ein Hinweis sein vom Spiel, dass wir hier... Moment. Nennen... Wo haben wir es denn? Ja, wo hatten wir es doch? Labor, Robotik, nein, 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 nein. Hier, Kontrollzentrum. Das können wir ja mal... War das gerade ein kleines Erdbeben? Hier hinten hätte ich eher gern den Schlafsaal, denn das ist wieder eine Einbahn... Ein Einbahnbau dann. Und das hier ist kein Einbaubahn. Den können wir... Den Kontrollraum stellen wir mal hier hin.
Aber ich würde sagen, in klein müsste mal für den Anfang reichen. Wir haben noch keine... wie heißen die Dino? Ich muss noch mal gucken. wo haben wir die denn? Da. Das steht nicht mal. Es besteht keine Gefahr von Meteoren auf diesem Planeten. Ach, guck mal einer an. Okay, das müssen wir gar nicht bauen. Hier Laser und Teleskop war das. Ah, das ist natürlich, das ist dann wieder gut. Okay, das stand eh mal im Kommentar, dass es auch keine Sonneneruptionen und so weiter gibt. Und Sandstürme. Das wäre dann wahrscheinlich auch des Guten zu viel gewesen. Also der Planet, der ist schon nicht ohne. Das hat man jetzt gesehen. Wenn man da nicht ganz genau aufpasst und ein, zwei kleine Fehler hat, dann summieren sich die halt im Laufe des Spiels dann. Gut, ich kann eigentlich wieder schnell stellen. Mal gucken, was bauen sie zuerst. Eigentlich könnten sie hemmungslos, genau, machen sie auch, das Kontrollzentrum hier hinstellen. Ich teste nur mal schnell, ob er hier noch... Ja, der passt hier noch hin, der Sauerstoffgenerator. Ui, da hat gerade der Blitz reingebrezelt. Sehr schön. Könnten wir natürlich auch nochmal. Nochmal einen Blitzableiter. Schön wäre, wenn man die ganze Abdeckung sehen würde. Also welches Gebiet wir mit allen Blitzableitern insgesamt abdecken. Das geht wahrscheinlich nicht. Nicht mit Doppelklick. Bis dahin. Na, das ist gar nicht schlecht. Ja, nochmal zwei. Jetzt müssen wir dann langsam bremsen, würde ich sagen. Klar, die Leute, die helfen uns natürlich auch immer. Je mehr Biologen wir haben, desto mehr Essen wird gemacht. Einfach weil die Gebäude besetzt sind. Wir müssen es einfach im Auge behalten. Jetzt haben wir hier vier Medikamente, die brauchen wir nicht mal. Sehr schön. Und Mangelernährung haben wir auch noch keine feststellen müssen. Ja, ich würde sagen, jetzt läuft's. Also die Frage ist halt, wie lange läuft's? Plötzlich hat man wieder eine Energiekrise, dann geht es wieder von vorne los mit den Problemen. Ersatzteile haben wir nicht im Übermaße. Die werden aber hier gerade hergestellt. Okay, was fehlt denn? Ah, mal wieder die Metalle. Metalle haben wir grundsätzlich immer zu wenig. Okay, Kontrollzentrum wurde gebaut. Nein. Das wollte ich nicht. Ist das ein Händler? Das ist ein Händler. Bioplastik. Ein Bohrbord. Wir haben immer noch zu wenig, um uns hier ein Bohrbord zu kaufen. Zu wenig Ressourcen, würde ich sagen. 224. Das würde eigentlich von der Kommission her gehen. Nee. Wir schicken den nochmal. Wir warten. Ich möchte sowieso viel lieber ein Patent haben dafür, damit wir die selber herstellen können. Das wäre wesentlich besser. Also hier mal eine Waffenkammer. Eine Funkkonsole. Eine Sicherheitskonsole. Was brauchen wir? Eine Wache. Überwacht verdächtige Aktivitäten. Okay, das machen wir. Und was macht die Funkkonsole genau? Die überwacht eine Funkantenne. Wir haben keine Funkantenne. Das können wir uns mal noch schenken. Ich werde mal kurz hier ein bisschen langsamer machen und gucken. Nein. Wenn man sich hier verklickt, dann... Ja, dann hat man sich verklickt. Eine Funkkonsole. Eine Funkantenne, das können wir machen. Okay, das heißt dann aber eben, dass dann langsam die Besucher kommen. Sollen wir das schon mal in Angriff nehmen? Ich würde noch warten. Lasst uns das hier mal noch so machen, dass wir wirklich von allem wirklich genug haben. Auch Energie haben wir immer noch nicht genug, meiner Meinung nach. Und dann können wir eigentlich die Antenne bauen. Wir haben auch noch kein Lager. Wir haben auch noch keinen großen Raumhafen. Wir haben einige Sachen noch nicht, die wir hier noch brauchen und die wir natürlich auch noch hinstellen werden. Ein Lager wäre dann schon auch mal fällig. Aber ich denke, das nächste ist, haben wir hier oben? Nein, haben wir noch nicht. Die Windturbine fehlt noch. Da kommen wir wieder zum Punkt, dass wir eigentlich zu wenig Eisen produzieren. Wir haben zwar zwei Pumpen. Die werden auch versorgt und bedient. Aber vielleicht dann doch mal nochmal irgendwie eine kleine Fabrik hier unten machen. Ja, was man nicht noch alles machen kann, könnte. Wir dürfen dann im Endeffekt vor allem nicht vergessen, dass wir auch noch Nahrung brauchen. Nicht nur Ersatzteile und Eisen. Da sollten wir dann das Ganze auch im Auge behalten. Ja, im Moment geht's noch. Aber wenn natürlich immer mehr Kolonisten kommen, wie viele haben wir denn jetzt insgesamt? 50, hui, aber wir haben 5 Robbys. Das ist ja sehr schön.
Gut, und da wird wieder Arzneimittel hergestellt. Die werden wir verkaufen. Wenn wir sie nicht brauchen, stellen wir die zum Handeln her. Jetzt ist hier schon wieder nicht mehr so prickelnd mit den Speichern. Wobei, jetzt haben wir volle Windstärke praktisch. Das heißt, die werden jetzt wieder gefüllt. Vielleicht doch mal noch zwischendurch mal nochmal so auf ein Solarmodul setzen. Das wäre vielleicht doch auch nicht schlecht. Statt nochmal so ein Teil. Aber eben, die Idee ist halt, dass wir so viele haben, dass die in der Zeit, in der Wind herrscht, hier die ganzen Speicher füllen, damit wir die dann voll haben, wenn der Wind eben weg ist. Das habe ich ja mal erklärt. Das ist die Grundidee. Was fehlt denn hier noch? Ah, ja, was wohl? Metall. Hier wird aber immer noch geschustert. Aber ich würde dann schon sagen, früher oder später gibt es hier nochmal, naja, nicht eine Fabrik, eine Aufbereitungsanlage. Arbeiter müssen wir dafür eigentlich haben. Die rennen hier in die Mine. Auch gut, dann kriegen wir hier wieder Erz. Damit können wir dann das Metall wieder machen. Wir bräuchten wahrscheinlich noch ein paar Robbys mehr, aber die sind ja hier oben auch im Bau. Die sind halt nicht priorisiert. Das ist aber auch kein Drama. Wie ist eigentlich unser Status? Immer noch gut, okay. Und das immer noch ohne Bar. Das darf man nicht vergessen. Wir haben keine Bar hier. Noch eine Wache. Jetzt kommen lauter Wachen. Jetzt muss ich hier nochmal... Ja, 5 Wachen reichen. Mal reichen 5 Wachen? Kann man natürlich auch nie genug haben. Aber für den Moment reichen die 5. Ich würde sagen, wir gehen hier mal auf 5 runter. Machen hier mal 35. Ne, 30. 30. 30, 5, 5. Okay. Lassen wir mal so laufen. Jetzt wurde die Sicherheitskonsole gebaut. Wachen haben wir. Die sollten also auch bedient werden und nicht nur in der Gegend rumstehen. Und dann wären wir soweit gewappnet, wenn hier tatsächlich irgendwelche Angreifer ankommen sollten. Und hier, die Pumpen laufen jetzt eigentlich ordentlich. Würde ich mal meinen. Hier oben ist halt immer noch nichts. Okay, obwohl die Pumpen ordentlich laufen, aber ich war auch auf reduzierter Geschwindigkeit, auf der normalen 1:1 Geschwindigkeit. Dann kann hier natürlich auf die Schnelle auch nichts passieren, da die doch relativ langsam pumpen hier. Da wird ein Ersatzteil hochgetragen. Der macht gleich straight ahead weiter. Okay, also da eigentlich läuft die Metalleisenproduktion soweit. Da ist sogar ein Metall frei. Boah. 4 Stück brauchen wir. Die kommen nach und nach. Aber das hindert mich jetzt daran, halt mal wieder, dass ich hier noch groß weiterbaue. Kontrollzentrum Mittel. Das hätten wir eigentlich auch kleiner bauen können. Wir brauchen das gar nicht so groß. Aber ja, jetzt haben wir es so groß. Dann lassen wir es natürlich auch so groß. Sauerstoff haben wir hier noch keinen. Sollen wir? Nee, nee, hier oben sind sie halt auch immer noch nicht weiter. Da machen wir noch nichts. Nochmal ein Kolonistenschiff. Boah, nochmal 2 Leute. Ich werde früher oder später, werde ich das deaktivieren müssen, sonst kriegen wir hier ein Problem. Wisst ihr was, ich deaktiviere das jetzt mal für den Moment. Und eben, eine Bar bräuchten wir natürlich auch. So ist es nicht. Hier hinten ein Schlafsaal. Hier unten Sauerstoff und eine Bar. Den Schlafsaal würde ich schon nach hier hinten stellen, denn hier geht es ja nicht mehr weiter. Energiespeicher ist niedrig. Mach mich nicht. Ach, du Grüne, guck mal. Nein, gleich macht's. Schlüssel. Nö. Da ist noch eine Truhe. mit Strom. Eieieiei. Okay, also nix. Nee. Nix hier mit und so weiter. Schlafsaal, sondern erstmal nochmal wegen der Energie gucken. Machen wir ja eigentlich. Hier hinten bauen wir ja nochmal eine Turbine. So, und zwar jetzt. Jetzt kann er sie hochziehen. Dann bräuchten wir nur noch den Wind. Der ist im Moment weg. Das ist natürlich schlecht. Trübung haben wir aber auch. Ja, jetzt haben wir hier wieder... Ach, es ist doch... Es ist zum Heulen. Wir deaktivieren mal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Da haben wir tatsächlich zu wenig... Energie mal wieder. Wir brauchen Wind. Wind, das himmlische Kind. Seht ihr, maximale Trübung. Windstärke ist ganz madig. Jetzt hat der Blitz eingeschlagen. Jetzt aktiviere ich mal wieder. Und hier unten fehlt der Sauerstoff. Das haben wir ja angesprochen.
schnell einen Schluck Wasser nehmen. Wenn ich hier die Türme sehe, kriege ich Durst. ich lasse es mal. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. So, Sauerstoff ist wieder da. Wir müssen aber längerfristig tatsächlich nochmal für mehr Energie sorgen. Aber die Trübung ist halt, ja, die ist praktisch immer hier oben. Das ist ein Käse. Da machen die Solarteile einfach keinen Sinn. Nochmal einen Blitzableiter hinstellen. Wenn man eine Statistik hätte, wie viel Strom generiert wurde durch Blitzeinschläge, das wäre natürlich auch noch hilfreich. Hier hinten haben wir zum Beispiel noch keinen Blitzableiter. Sollen wir mal? Was haben wir denn an Metall? Metallfrei? Null. Ich mach mal nochmal einen Blitzableiter. Kostet zwar auch 5, aber okay. So. Mal gucken, wie lange das geht, bis der steht. Wir werden es rausfinden. So, du hättest hier noch alles Mögliche. Erz haben wir eigentlich. Und sonst hast du hier nichts, was wir brauchen würden. Aber guck mal. Ja, klar, hier die Robbys. Aber nicht mit dem hier. Guck mal, das Essen wird aber doch auch langsam knapp. Da müssen wir aufpassen. Ich werde hier mal nochmal priorisieren, damit hier auch noch ein paar Biologen mehr reingehen. Und ich werde hier die Kolonisten wieder dazu nehmen und hier bei den Biologen raufgehen, damit die sich hier verteilen in die Gebiete, in denen Nahrung hergestellt wird. Hier unten zum Beispiel. Da müssen wir einfach gucken, dass wir nicht wieder Mangelernährung haben, weil sie wieder nur noch die ganze Zeit das Fleisch hier hinten abliefern. Der hat einen Knochenbruch, zum Glück. Ich dachte schon, der hat Mangelernährung. Nein, bloß nicht. Gut, ich stelle langsamer. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Dankeschön und schönen Abend noch. Tschüss.